Hallöchen, Hallöchen. So, das haben wir alles. Genau. Fehlt noch das hier. Ich muss noch mal ganz kurz raustappen. So. Sound läuft alles. Nice, nice. So, galaktische Season. Was haben wir denn? Abholen. Kann ich nicht. Ach, aufholen. Ah, ups. Anmeldebelohnung. Natürlich. Die gönnen wir uns. Noch irgendwas? Nö. Alles klar, außer eine Nachricht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Da, da wollten wir rein. Oh Gott, das ist ja wieder ein ganz anderes Overlay. Ja. Ich muss damit erstmal wieder klarkommen. Ansonsten, ja, passt soweit alles. Gut, hier oben. Melde dich im Konferenzraum. Na dann. Yay! Ach, hier gibt's ja wieder kein Sprinten. Das ist ja kein Fortnite. Was ist mit dem los? Das war eine imperiale Angelegenheit. Euer Jedi hatte kein Recht, sich einzumischen. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn die Situation andersherum gewesen wäre, hättet ihr nicht genauso gehandelt? Ihr vertraut uns nicht. Ja, nö. Wenn ihr uns vertrauen würdet, hättet ihr uns von Anfang an mit einbezogen und wir hätten dieses Problem nicht. Mhm. Ihr spielt ein gefährliches Spiel. Ob ihr euch jetzt oder später tötet, spielt keine Rolle. Es gibt dem Feuer nur Nahrung. Genug. Ich quetsche die Informationen, die wir brauchen, aus diesem Mann heraus. Alles andere klären wir später. Wie wäre es, wenn ihr Meisterin Satil ihr Glück versuchen lasst? Treibt es nicht auf die Spitze. Oh, Gewalt hat seinen jetzigen Zustand herbeigeführt. Mehr Gewalt wird es nur noch schlimmer machen. Ihr seid natürlich eingeladen, alles zu beobachten, aber ich bin mir sicher, dass eine sanfte Hand erfolgreicher sein wird. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Satils Techniken sind interessant und überaus effektiv, wie ich zugeben muss. Ich glaube wirklich, dass wir schon bald alle Informationen haben, die wir brauchen. Ihr sollt wissen, dass ich mich gegen Marsplan ausgesprochen habe, was die Anlage der Garde anging. Wir haben zusammen schon so viel erreicht. Ich möchte nicht mit ansehen müssen, dass das alles von Reviergehabe zunichte gemacht wird. Dieser Waffenstillstand ist nur so stark wie unser gegenseitiges Vertrauen. Dann glaube ich, dass er mit unserer Hilfe nur noch stärker werden kann. Ich muss sagen, Meisterin Satil ist eine kompetente Befragerin. Teron kann wirklich stolz sein. Finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Ein Gerät für ein rituelles Massenopfer, so hat er es ernsthaft genannt. Es soll in der Lage sein, jedes Leben auf diesem Mond auszulöschen. Um die Wiedergeburt des Imperators zu nähren. Und es befindet sich genau in dem Tempel, den die Revaniter als Stützpunkt gewählt haben. Also müssen wir in den Tempel vorstoßen und diese Waffe deaktivieren, bevor Revan sie verwenden kann. Hineinzugelangen wird schon schwierig genug. Der Tempeleingang besitzt ein Absperrsystem, das von außen überbrückt werden kann. Wenn wir den richtigen Mechanismus finden. Ich bin schon dran. Ich hätte jedenfalls nie gedacht, dass wir einmal von einer alten Sith-Tötungsmaschine vernichtet werden. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einander begegnet sind.
Ich glaube, ich habe die Verriegelung gefunden, die Ivan erwähnt hat. Ihr solltet los und euch das näher ansehen. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Möge die Macht euch stets dienen. Yo! Revanita durch. Ah ja. Okay, hier kann ich aber nichts irgendwie anklicken, oder? Gibt's auch nichts zu looten, ne? Nö, okay. Wobei, Moment. Data Crowds. Nö. Nee, du kannst hier den Transporter nicht verwenden. Aber wo kommt man hier hin? Interessant. Was gibt's hier hinten? Aha. 5 Millionen Credits. Was gibt's noch hier hinten? Aha. Lässt du mich hier hoch? Warum lässt du mich da nicht hoch? Ey, hier oben muss doch irgendwas sein. Hallo? Hörst du mal auf? Nix. Schade. Schade. Beim Raumschiff gab es nix. Loot? Nö. Gibt's auch nix. Okay, schade. So, wo müssen wir denn hin? Da lang. Geronimo. Welcher war denn das? Der da. Nee. Hä? Der da. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Hallo. Passen Sie auf sich auf. Wie ist hier einfach der Herfahrer? Ja, nee, geh mal weg. Ich hab Blähung. Nummer so 10 vor, du fährst immer voll durch die Wolken. So schnell schüttest du mich nicht ab mit deinem Hin- und Hergefahren. Tschüss. Willst du dir das Vermächtnis aussuchen? Oder hast du das so geschrieben? Das habe ich mir ausgesucht. Witzig, dass es sowas überhaupt gibt. Warum? Ja, weil es nichts mit Star Wars zu tun hat. Was weiß ich, das Vermächtnis des Großen oder sonst irgendwas. Nein, das war Haller Vermächtnis. Ja. Passt auf diese Massassi auf. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ich krieg's mit. Keine Sorge. Ach du Scheiße, macht die viel Damage. Das, was ihr am besten kann. Tschüss.
ziemlich fett, ey. Aber die halten nicht viel aus. Machen gut Damage, aber halten nichts aus. Wahrscheinlich sowieso das Glück, dass die noch nicht nachgespawnt sind, oder? Mhm. Muss nur warten, bis das Ding wieder aktiv ist. Was ist das denn? Eure Ankunft wurde vorhergesehen. Ihr müsst weitermachen. Oh. Fahr ich richtig? Ja. Machen. Irgendwie nicht. Keine Sorge. Guck mal hier, ich will mit dir reden. Wem möchtest du reden? Der Dulli jetzt hin? Jetzt rennt der wieder bei diesen Viechern lang. Willst du mich verarschen? Komm. Wow. Erfolg abgeschlossen. Gezeichneter Geist. Hä?
passiert ist. Hey, habt ihr alles gemacht? Hey, schon wieder? Och nee, 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 das sind scheiß Rätsel. Ich krieg's hier ja schon mit. Ja, bei dem Ding bin ich auch noch heikel. Bei diesem komischen. Okay. So auch nicht. Müssen wir jetzt echt alle Kombinationen durchgehen? Hätte auch irgendwie nicht sein. Ah, okay. Nein. Warte mal, ich habe mit dem angefangen. Dafür machen wir das als erstes. So. Mit dem und dann mit dem. Jetzt also den jetzt so. Der geht jetzt dahin. Ah, lol! Das Rätsel ist einfach. Was? Das in der Mitte ist nicht richtig. Das muss weggemacht werden. Siehst du was, was ich nicht sehe? Scheint ja so. So. Erster Blitz. Oh Gott, bin ich blöde. Hast du es auch mitgekriegt? Da ist ja so ein Sockel mit Symbolen drauf. Ja, au, 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 au. So schnell stirbt ah! Niemand. Scheiße! Ich hing im Blitz fest. Gemacht. Ihr so, seid jetzt. Nah. Ich fühle es. Beeilt euch. Jetzt muss ich wieder raus. Ah. Ja. Das einfachste Rätsel verkackt man zum Anfang. Scheiße, ich hänge im Blitz fest. Ja, ich auch, du fliegst dann gleich weg. Ah, okay. Nein, du siehst mich nicht. Nice. Du siehst mich auch nicht. Nice. Was eine Kacke. Gut, ihr habt den Weg geebnet. Revan? Wie ist das möglich? Durch die Macht ist alles möglich. Als mich die Anhänger des Imperators niedergeschlagen haben, habe ich gelernt, mich von allem zu lösen. Und wer trägt dann eure Maske und führt eure Anhänger? Ich weiß es nicht.
aber ich erkenne einen Teil von mir in ihm wieder. Die Dunkelheit, die ich zurückgelassen habe. Er muss aufgehalten werden. Sein Zorn wird den Imperator nur noch stärker machen, anstatt ihn zu vernichten. Eure Nachfahren sind in der Nähe, Satil und Teron Shan. Warum sprecht ihr nicht mit ihnen? Ich habe ihnen schon genug Leid bereitet. In der Vergangenheit bin ich viel zu weit gegangen. Das wollte ich nie wahrhaben. Ihr müsst tun, was ich nicht tun konnte. Ich habe gerade mit Revan gesprochen. Ihr habt was? War er da? Es war sein Geist. Er konnte mir nicht sagen, wer seine Maske trägt, aber er hat mir versichert, dass der Versuch, den Imperator zu töten, scheitern wird. Der Mann, der mich gefoltert hat, war ein Betrüger? Wie konnte er dann so viel wissen? Das können wir herausfinden, sobald wir ihm gegenübertreten. Jetzt müssen wir uns erstmal auf die Waffe konzentrieren, die er im Tempel scharf gemacht hat. Ihr habt recht. Mehr als einen Versuch kriegen wir nicht. Wenn unsere Truppen in den Tempel eindringen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser Freund den Abzug drückt. Ein gemeinsamer Angriff mit dem Imperium hätte eine gute Chance, dass wir uns durch den Tempel kämpfen und die Waffe deaktivieren können, bevor sie abgefeuert wird. Eine Operation wie diese muss perfekt koordiniert werden und erfordert gegenseitiges Vertrauen. Es wäre vielleicht noch etwas Arbeit nötig, damit unsere Truppen entsprechend gut miteinander arbeiten können. Vielleicht ist ein kleineres Team die bessere Wahl. Ein kleines Team könnte es wohl schaffen, den Tempel zu infiltrieren und die Waffe zu erreichen, bevor sie aktiviert werden kann. Aber das wird alles andere als einfach. Ihr habt die Mission bis jetzt angeführt. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Wir lassen euch entscheiden, wie ihr vorgehen wollt. Revans Geist. Denn erste Frage, bist du sicher, dass du diesen netten Wanderweg machen möchtest? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ja, okay, du bist jetzt eh schon wieder beim Gleiter. Ich hab mich einfach zurückgepillt mit der Schnellreise. Und stelle diesen ganzen scheiß Weg wieder zurückzufahren. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich bin nur im Gleiter, so wie es gehört. Ich bin beim Sith und quatsch gleich. Der gar nicht da ist, aha. Thank you.
Genau. Das. Hey, das will das. Wie viele Leute soll ich bitte besiegen? Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Hanse Solo Kenno Ibi. Ah ja. Ich verstehe. Der erste Dulli ist da lang. Ach, halt den Mund. Ey, hörst du mal auf, rumzuhampeln wie Yoda? Da bin ich. Wow. Den habe ich gerade gekillt, ja. Das Problem, wenn man gleichzeitig alles macht. Dann hör auf, das gleiche zu machen wie ich. Mach Nebenquests. Okay, ich fahre erstmal in den Tunnel da rein. Dann lasse ich den am Tempel. Den zweiten. Sag mal, was willst du jetzt hier? Hau mal ab. Ja, warum? Jetzt kämpft die nächste mit dem. Ach komm, ich kämpfe nur mit. So, jetzt hau ab. Lässt er fallen. Der nächste ist hier hinten. Da. Ich darf jetzt auch erstmal warten. Oh.
Süßchen, das war Nummer 2. Nummer 3 ist dort lang. Noch ein zweiter. Ja, komm, leck mich, ey. So, jetzt muss ich hier noch irgendwo den letzten finden. Bei dem bin ich gerade bestimmt. Nee, ich bin ja da, wo du warst, zuerst hingegangen, damit du die anderen killen konntest. Und muss jetzt bei diesem Ursprungstempel den letzten finden. Nö, lass mich in Ruhe, du Monster. Hm. Das wird problematisch. Der ist... Ach, direkt hier am Eingang. Gruppe ab. Hä? Ja, eben, hä? Hä?
habe jetzt einfach willkürlich meine Mission angenommen. Und will mal schauen, ob man wirklich einfach willkürlich tägliche Missionen jetzt hier machen soll. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und da oben steht einer, zu dem will ich hin. Mit dem kann man schnieken, schnattern. Komm ich da hoch? Oh, lass mich raten, gar nicht. Der ist einfach nur die... Arschlochspiel. Aber ja, aber hey, genau. Das ist ja sinnlos. Warte mal, wie hieß der Quark da hinten? Sammelgebiet der Koalition. Ruft eine Fähre für den Prioritätstransport zu deiner Hauptwelt. Nee. Ruft eine Fähre wieder zu deinem eigenen Raumschiff. Nee. Es kann nicht sein. In der Beschreibung der Aufgabe steht, dass man Aufgaben erledigen soll. Ja, aber was für welche? Ey, wird nicht genannt, damit die Truppen halt sich gegenseitig besser vertrauen oder vorbereitet sind. Irgendwie sowas. Ja, toll. Und darum habe ich jetzt einfach gesagt, ich mache einfach mal irgendeine Aufgabe, vielleicht hilft das ja. Und? Ich bin noch dabei. Wenn wir nicht bald erhebliche Verstärkung erhalten, sind wir alle tot. Ich habe mich sicher nicht gemeldet, um gefressen zu werden. Massasi-Anhänger. Ruftrophäe. Zum Beispiel ja einfach so eine tägliche Aufgabe mit Relikten sammeln. Und was anderes kann ich mir darunter nicht vorstellen. Weil man kommt auch nicht mehr in dieses Sprachgebiet halt rein. Was ist das? Datapad. So, letztes Relikt. Gleich mal schauen. Der Jäger. Rette die republikanischen Scouts. Warte mal, jetzt. Ja, gut, jetzt habe ich von der Aufgabe noch Teil 2, also die ist noch nicht erledigt. Leck mich doch. Schnell stirbt niemand. Diese Massasi-Irren haben meine Freunde getötet. Jetzt ist Schluss damit. Diese Massasi-Irren haben meine Freunde getötet. Jetzt ist Schluss damit. Ich schaffe es zurück zum Lager. Bleib stark!
Ja, da habe ich die Bonusaufgabe auch gleich erledigt, ja. Was war denn das? Ihr habt mein Leben gerettet. Jens Aldi, wir waren tot. Da ist der gut. Und dann kamt ihr. Danke. 4 und Nummer 5 befreit. Diese Masasi-Irren haben meine Freunde getötet. Sprich mit irgendwas. Sprich mit irgendwas, geil. Wo ist denn der? Der ist wieder am Arsch der Welt, ey. So, ich schließe jetzt mal die eine Mission ab. Ja, 1 von 6. Wir müssen 6 normale Aufgaben machen. Das ist beschiss. Alter, wo soll ich bitte schön hinfahren? Ja. Hä? Da halt doch. War ich falsch? Ich muss über die ganze Scheiß-Map, nur um die Quest abzugeben. Das ist doch eine Verarsche. Komm, und jetzt lotst er mich zu einem scheiß Gleiter? Ernsthaft? Boah. Ich mach das mit den Missionen gleich anders. Also, nee. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Hier sind. Ich auch gemacht. Eure Scouts wurden von den Masasi gefangen. Sind aber bei mir leider ich nicht habe die Überlebenden befreit. 1, 2, 3, Ihre Kommandantin hat eine Nachricht auf jeden Fall. Ich mag euch, Captain. Ihr seid zwar verrückt, aber ich würde euch helfen, wenn ich könnte. Dann habe ich schon mal 5. Hey, achtet auf euer Tempo. Schnelle Bewegungen locken Wildtiere an. Wir wären hier auf zum Sieg. Enthemmt die Kommandanten. Das verarschen, wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Ich bitte euch, wenn ihr schon das Feuer beim Tempel nicht einstellen könnt, bringt zumindest die Artefakte in Sicherheit. Ich kann das nicht alleine machen. So, dann haben wir schon mal 4 Aufgaben. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Ich schaffe Relikte. Oh. Wir
Besiege Schleicher, lade Daten, Konsole, scanne irgendwas. Ja. Anhänger, was ist denn das hier? Das ist ein Parasit oder sowas. Tja, du Knallkopf, war meine, wa? Such dir deine eigenen Viecher zum Ausmerzen. Ah, und nebenbei scanne ich hier noch ein bisschen Material, das ist cool. So, noch 5 Mobs. Das ist kein Schleicher. War das das nicht? Das Hammer. Was ist denn das hier? Reanimieren, scanne nach dem Übertragen. Aber wie scanne ich denn das? Ah, so. Was fährt denn da? Irgendwas. Hä? Was soll ich denn hier scannen? Ach da. Okay.
Zerstöre die Energiekonsole. Mach mal. So. Hammer. Zum Arsch. Nice, da hat mir sogar jemand geholfen, die zu klatschen. Nice, nice. Geil. Oh Gott, ey. Wo habe ich meine Fähigkeiten? Weil ich habe irgendwie aus Versehen eine meiner Fähigkeiten gelöscht. Also diese Kampfattacken-Dinger. Unter P. Willkommen im Hangar-Menü, ist mir gerade egal. Achso. Ach du Scheiße, den fehl ich ja nie wieder. Tja. Und weißt mal, wie es mir immer geht, wenn ich aus Versehen ins rauswerfe. Du machst das häufiger? Warte mal, kann man das nicht auch irgendwie locken? Ja, genau. Und gelockt. So, jetzt werfe ich es nicht mehr raus. So. Ja, lade runter. Alter, hörst du mal auf? Scheiße. Okay, aber kommst du nicht mal mit dem Kack-Druiden klar? So, okay, das... Hier kommen noch mehr! Alter, noch ein Druide? Jetzt leck mich am Arsch. Bleib jetzt noch mal runter. Konsole, da unten ist noch eine. Die ich nicht verwenden kann, hä? Dann mach ich die Drecksaufgabe auch schon mal. Hast du die Aufgabe mit diesem Scan abgeschlossen? Ja, habe ich schon. Weil, schaffe Relikte. Weil das bei mir mit dem Scan, das ist dann auf so einem Plateau und ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Gar nicht, du machst es von unten alles.
Gescannt habe ich's und dann... Ja, das machst du alles von unten. Ja, und dann steht zerstöre diese Konsole. Ja, als Aufgabe. Klickst du doch einfach mal an. Ja, wieder, ich bin ja viel zu weit weg. Dann gehst du 3 Meter näher ran und klickst du an. Echt jetzt? Ist doch nicht so schwer. Habe ich nicht hinbekommen. Das war die erste Aufgabe, die ich erledigt hatte. Hier gab es dann auch den Typen an dem Höhleneingang, mit dem werde ich auch gleich noch quatschen und dann habe ich alle restlichen 5 Aufgaben. Nice. Steht da. Gib mal deine Aufgabe her hier. Wenn wir nicht bald erhebliche Verstärkung erhalten, sind wir alle tot. So, jetzt gehen wir erstmal hier Relikte suchen. Nein, man sollte es auch mitnehmen. Ich nehme mir das, was wir brauchen. Und Kira, ausnahmsweise schicke ich dich jetzt mal nicht weg. Du gehst jetzt ausnahmsweise mal auf Schaden. Macht's doch viel einfacher. So, da ist noch eins. Hammer. Und das da hinten ist respawned. Nice. Geh mal dahin. Nee, wir gehen dahinter, da wurde gekämpft. Freie Bahn. So. Ich habe das alte Relikt. Wo ist das? Da ist es. Und da unten ist besiege Steinrochen. Ja. Easy. Das war das Relikt, was wir hier zum Anfang gesehen haben, beim Rätsel. Ich verstehe. Nein, das war's nicht. Ich klick's trotzdem nochmal an.
Okay. Höhlensteinrochen. Zählen die auch dazu, wenn ich die wegballer? Ja, die zählen auch. Lol, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So muss es sein. So muss es sein. Ja, na dann kommt, wenn dann greifen ist. Ja? Nice, nice, Kira. 8 von 15 schon. Und lass mich raten, hier drin kommt bestimmt auch ein großer Gegner. Sieht mir schon ganz danach aus. War so arschklar. Na komm, du bist dabei dauern. Schaden, Süchen, noch 4 Fliegeviecher. Und da haben wir die Quest auch erledigt. Mir fehlt aber noch eine. Ich habe erst 5 von 6. Ich habe gerade 5 tägliche aktiv und eine habe ich schon fertig. Ich habe ja, wie gesagt, gleich 2 auf einmal hier drin gemacht, obwohl mir eigentlich ein komplett anderer Standort angezeigt wurde wegen den Steinrochen. Ich finde einfach keine Quest mehr. Das ist so ziemlich so mein Problem. Ende der Map. Da, wo diese großen zweibeinigen roten Viecher sind. Da ist zum Beispiel die mit den Steinrochen. Natürlich ist der oben drauf anstatt unten drunter. Oh. Das ist einfach bloß eine Blume. Oh, es ist ein Nest. Abgefackelt. Monster! Starkes Monster! Gehst du auf Kira? Gehst du auf mich? Kira, mach mal was! Ey, Hilfe! So. So, und jetzt... locker den Schleicherältesten davon besiegen. Habe ich doch, oder? Ne, warte mal, Schleicherälteste. Hä? Hä?
Die Wildtiere sind fürs Erste unter Kontrolle. Ihr habt jetzt Platz für eure Manöver. Jawohl, verstanden. 1, 2, 3, jetzt muss ich die Viere noch machen. Das heißt, eins ist noch da hinten. Ja. Von 6. Und die eine gebe ich da noch ab. Perfekt. Hey, endlich, ich kann wieder Konferenzen. Konferenzieren, oder wie man das nennt. Und das? Ach so. Stehen folgende Routen zur Verfügung. Wird mir nirgendwo angezeigt. Passen Sie auf sich auf. Doch, wenn du in diesem Tempelanlage warst, da wurde so ein Abgebesymbol, also als wäre die Quest fertig, auf der Map angezeigt, dann musst du hinlaufen, dein Nest anzünden und dann kommt der Typ. Hab ich ja auch weggeklatscht, das Vieh. Ach so. Aber steht immer noch da. Dann hat das komischerweise nicht gezählt. Das sind die Trainingsdaten der Imperialen Garde. Sie sollten beiden Seiten helfen. Ich werde meinen Vorgesetzten nichts erzählen, wenn ihr es nicht... Ja. Ihr hattet recht. Die Revanita verlassen sich in ihrer Befehlskette zu sehr auf ihre Kommandanten. Das sind wunderbare Leute. Die da? Ihr wolltet, dass diesen Relikten nichts passiert? Bitte sehr. Ich danke euch. Ich bin froh, dass es jemanden in der... Naja, ich mach erstmal eine Pause.